Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Leimen Lokal. Wir sind hier bei Fodis auf der Terrasse und stellen heute den neu gewählten alle Gemeinderäte vor. Bei mir ist jetzt Herr Klaus Feuchter, der erste Gemeinderat von der FDP, mit knapp 2000 Stimmen ebenfalls in den Rat gewählt. Herr Feuchter, Sie haben das jetzt schon mitbekommen. Die Wähler, die Sie noch nicht kennen, die nicht bei Ihnen das Kreuz gemacht haben, weil Sie sie kennen, für die ein paar private und berufliche Hintergrundinformationen, bitte. Gut, also ich bin 54 Jahre alt, seit 30 Jahren verheiratet, habe zwei Söhne. Der eine hat letzte Woche promoviert, 30 Jahre alt. Der zweite wird seinen Masterabschluss mit 23 Jahren innerhalb der nächsten 6 Wochen machen in Wirtschaftsmathematik. Ich selbst bin Diplom-Bauingenieur, seit 24 Jahren selbstständig, habe ein Ingenieurbüro für Tragwerksplanung in Mannheim. Da kann man schon erkennen, dass Schwerpunkte meiner Arbeit ganz sicherlich der Baubereich in Leimen ist, die Städteplanung. Ich bin seit 5 Jahren im Gemeinderat, habe damals sehr schnell den Job des finanzpolitischen Sprechers bekommen. Und für die nächsten 5 Jahre, wo sehen Sie da Ihren Schwerpunkt? Oder? Ja gut, der Schwerpunkt in der Stadt wird überhaupt zunächst mal sein, die Konsolidierung der Finanzen beziehungsweise darzustellen, was kann die Stadt eigentlich noch finanzieren, wo sind eventuell im Bereich der freiwilligen Leistungen Einschnitte erforderlich oder auch nicht. Gleichzeitig, was meine Vorredner schon gesagt haben, wird es sehr wichtig werden, wie können wir die Einnahmesituation zum Beispiel im Gewerbesteuerbereich verbessern, das heißt die Umlegung bzw. die Realisierung des Verkaufs der Gewerbegebiete, die im Moment anstehen. Und dann geht es natürlich um städteplanerische Dinge. Die Entwicklung gerade im Kernbereich von Leimen wird sehr wichtig sein. Ich selbst wohne ja seit 1980 jetzt in Gauangeloch und dort sehe ich eigentlich im Moment von der städteplanerischen Seite keinen Bedarf, aber in Leimen wird es sehr wichtig sein, wie sich die Innenstadt entwickelt, weil das auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt hat und ob wir es schaffen, Leben in den Innenstadtbereich zu bekommen. Und ich glaube, das ist eines der Hauptziele der nächsten 5 Jahre. Ich bedanke mich bei Ihnen. Dankeschön.